Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier auf der Karte auf dem Marsch, Version 1.5. Ja, unser Fahrer von der Zuckerrübenfabrik ist hier und will die abladen. Lager war voll. Ich greife mal ein und entlasse ihn mal. Sonst wird das nichts. Ja, ich habe die Nacht wieder geschlafen. Ich dachte mir so das Beste. War eh schon schummrig und ich war soweit durch und jetzt ist die auch wieder gut geleert, kann man sagen. Er kann da mindestens eine Fuhre fahren, vielleicht zwei, lass ihn mal fahren, ne? Ja, und wir werden uns darum kümmern, dass wir Leerpaletten jetzt zum Zellstofffabrik kriegen. Wir sind ja aktuell im Sägewerk, da stehen wir, da hat er mich abgestellt. Holzstamm ist alle, da wollen wir sehen. Ja, dann könnte man theoretisch Hacksel rausnehmen. Maximum erzeugen. Wüsste jetzt gar nicht, wir könnten mal gleich mehrere Fuhren fahren. Einmal Richtung Zuckerfabrik. Gleich mal eine Fuhre hinfahren und eine Fuhre. Oder hat noch Glück war, ne? Bei der Butter und so, da war noch genug. Ne, vorläufig stelle ich hier nur Dings her, Leerpaletten, weil das Holz ist ja ein bisschen knapp, ne? Müsste dort ja im Wald gehen und ein paar Bäume stemmen. Fällen. Beton kann man stemmen. Mit dem Presslufthammer. Das passt genau. Dann haben wir noch ein paar da. Die ersten werden wir hinfahren zum. Ja, ich hatte hier neulich überlegt, Mensch, was ist hier wohl für ein Ding? Man kann hier was aufstellen, ne? Hier kann man, ist genau geschrieben, Leerpalette. Und da ist die Tischlerei. Oh, ne. Man muss aber da nicht hinstellen, man kann es. Machen wir mal auf. Naja, sag mal so, ich kriege nicht jedes Livestream mit von ihm. Da ich ja ungünstiger dann arbeite oder halt schon im Bett bin, ne? Also wenn Donnerstag ein Livestream kommt theoretisch und ich habe Frühschicht, dann bin ich 20 Uhr sicherlich schon im Bett. Also da werde ich mir nicht lange aufbleiben, weil es auch zu lange geht. 3 Stunden ungefähr, das ist mir dann zu lang, auch wenn die Hinweise am Anfang kommen. Allermeistens wenn ich um 19 Uhr müde bin, dann heißt es, im Bett zu gehen und nicht lange aufzubleiben. Weil ich kenne mich da am besten aus, wenn ich mal wieder so diese Phase bestanden habe, dann kann ich nicht einschlafen und dann ist das ganz blöd. Und ich muss ja, wenn ich Freitag halbwegs munter zu Hause sein will, nach der Arbeit, dann muss ich die Nacht halbwegs gut geschlafen haben. Das bringt dann nichts, wenn man da die Nacht zu kurz mal erlebt, wenn eine Woche zu Ende geht. Ja, dann ist es eh ganz gut, wenn man da ausschlafen kann. Ich schau mal, was wir reinkriegen. Ansonsten müssen wir für die Zuckerrübenfabrik nochmal extra was fahren, ne? Also das wird nicht ungünstig. Da können die anderen stehen bleiben. Die arbeiten jetzt ja wieder. Papier und so, ne, das läuft ja. Verpackung brauchen wir auch mal wieder. Zement zum Beispiel war recht knapp und als nächstes, was knapp war, war so rüben nicht. Quatsch. Zement war knapp, ja. Die anderen haben noch genug. Die Molkerei hat noch genug. Aber wie gesagt, erstmal wichtig, dass unsere Produktion laufen, ne? So. So wie da. Wir brauchen noch was. Wahnsinn.
fast alle. Gibt's nicht, du. Na, das fahren wir jetzt hin zur Zuckerrübenfabrik. Die Rübensaison wird bald beginnen. Wir haben ja jetzt schon Herbst, ne? Die Rüben werden ja im Herbst geerntet. Eigentlich recht spät im Jahr. Im Prinzip kurz davor, bevor der Frost kommt. Dann haben die alle ihre Zucker eingespeichert, vom Blattwerk her, ne? Also das Maximum erreicht. Haben wir jetzt hier oder fahren geradeaus? Wir fahren geradeaus. Fliegen wir rüber, ne? Aber die werden meistens am Feld gelagert. Und dann fahren die per LKW. Heute ist ja so, dass die Fabriken immer größer werden. Und die Entfernung vom Bauern immer auch größer. Und da gibt es große LKWs, die fahren dann über die Landstraße und ja, fleißige Autobahn, ne? Richtung Fabrik. Da unser Rübenschnitzel Heini ist da unterwegs. Der Hänger ist ein bisschen zu groß. Und zwar deswegen, weil irgendwann ist der Trigger voll und dann steht er, ne? Und dann ist es ungünstig. Besser wäre gewesen, der Hänger wäre nur die Hälfte. Und er würde immer kontrollierlich fahren können, nicht bis er alle ist, ne? Aber gut, ist halt so. Muss ich bei Gelegenheit mal umstellen. Was ich auch machen könnte, wäre feste Fahrzeuge für gewisse Strecken zu nehmen. Zum Beispiel Milch zum Beispiel, dass wir da immer nur reinsteigen und losschicken müssen, ne? Und so müssen wir jedes Mal noch einen LKW suchen. Oder einen Traktor. Schon da. Rückwärts. Das ist der Vorteil beim LKW. Du kannst rückwärts fahren, ne? Mit dem Traktor würde ich nicht hinkriegen. Und auch gerade Glück war, dass ich da Gras gewachsen. Deswegen hat es ein bisschen geruckelt am Anfang. Habt ihr nicht mitbekommen, aber ich hab's mitbekommen. Das ist hier vorne. Da will man die Runde fahren. Oder rückwärts reinstoßen, ne? Können wir da ausmachen. Ich habe ja das Programm für Boost deaktiviert. Also der Wissen ein bisschen rausreizt aus dem ganzen System. Das ist nicht notwendig. Du musst recht noch ein bisschen ruhiger. Trotzdem, das läuft halt flüssig, ne? Kostet aber den Strom. Habe ich aktuell Verbrauch? 730 Watt. Für beide Rechner. Ich war neugierig. Das alte Gerät, was ich hatte, das war irgendwie, ja, was für junge Menschen, die gut gucken können. Ich kann nicht mehr so gut gucken. Und dann habe ich mir was mit größeren Zahlen gekauft, ne? Das andere war ja auch so ein bisschen so, ja, unleserlich zu klein, was nun Watt ist, Ampere ist und was nun Volt ist, ne? Weil ungefähr kann ich einschätzen. Und ungefähr. Z. Müsste eigentlich alles reingehen. Plus keine Reserve. Die anderen müssten vorbeigehen. Was haben wir hier überhaupt noch an Rübenschnitzel? Das waren ja alle Zuckerrüben, mehr oder weniger von Thüringen. Wir sind tief geraten, ne? Zucker haben wir auch da, können wir gleich verkaufen. Zuckerrüben, Wasser ist noch voll. Paletten war ganz gut, das war nämlich knapp. Rübenschnitzel ist, ja, dreimal fahren alle, passt. Morgen alle. Sind BGA gut versorgt. Brachte gutes Geld ein. Die beiden. Über Nacht. Ich muss wieder Zinsen zahlen.
Einnahmen BGH zusammen 260.000. Kann man nicht schlecht. Kann man nicht meckern. Zahlen wir gleich zurück. Weil das wäre ungünstig, wenn wir jetzt unnötig Geld mit uns schleppen als Schulden. Ne? Zinsen muss ja nicht sein. Die Zinsen waren letztes Mal schon 5.000 gewesen, wie man hier sieht. 5.382, das steigert sich auch. Und gut, bisschen können wir noch lassen, ne? Dass wir ein bisschen Puffer haben. So, mal gucken mal, wo wir jetzt hier. Das war nicht gut. Beziehungsweise. Das ist da oben. Das ist die Verkaufsstelle von Zuckerrüben. Ja, logischerweise, für Zuckerrüben kriegst du kein Geld. Ne? Das lohnt sich am besten will nicht. So. Wo lagert ihr noch aus? Bin ja gespannt da vorne sicherlich, ne? Ja. Muss ich schauen, dass ich da keine Leerpalette mitnehme. Oder ich muss die. Rüberschubsen. Der muss wieder gewaschen werden. Vorfahren. Oder halt zurück. Nase juckt. Du bist starken Bauer haben, ne? Ansonsten, naja gut. Extra eine Stapler holen. Das ist ja das einzige Blöde ist hierbei, dass die die Physik hier, kann man sagen, bei Stapler hier sehr, sehr empfindlich ist, dass die nicht so das machen, wie man das will, ne? Aber gut, das ist halt so, ne? Gut, er kann dann nach und nach annehmen. Zucker. Ja, eigentlich war es ja mal geplant für Bäckerei, aber das ist noch nicht lange so weit. Weil ich wollte keine Leerpaletten mitnehmen, das ist ja Quatsch. Waren es glaube ich 24, ne? Dann brauchen wir noch 14. Habt ihr aber nicht gerade blamiert und verrechnet? Ja, ne, 16. Ja. Gut, schneiden. Ne, bleibt drin. Schneiden ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich dahinterher zu merken, dass man schneiden wollte und wo man schneiden wollte. Acht. Und acht. Dann haben wir auch Zucker gut verkauft. Wasser. Hat einen hohen Speicher hier. Das ist super. Ah, unser kommt hier wieder. Beeilen. Und das fahren wir jetzt wohin? Bestimmt die rein theoretisch, wo mal der Bäcker war, als Edeka. Die nehmen sie alle nicht viel, ne? Hafen und Lidl. Kein Aldi. Doch, Ali ist auch. 1091. Dann fahren wir da hin, ne?
bisschen Geld verdienen. Zucker. So. Ist ja noch ein Stück zu fahren, ne? Da können wir gleich mal gucken bei der BGH, ob da noch Silageballen noch rumstehen. Im Triggerbereich. Ansonsten müssen wir da ganz kurz mal ranfahren. Anhalten und den LKW entsprechend nehmen und dann gleich die Ballen da wieder abstellen. Der LKW kann keine Ballen nehmen. Der Anhänger. Der kann nur Balletten. Wenn ich mir richtig erinnere. Kann auch wieder falsch liegen. Fleisch müssen wir auch noch haben, theoretisch. So, halt mal hier vorne an. Je weit was herkommen könnte. Ich glaube, hier die Produktion für Schnaps und so. Schluck auf. Ist das hier neu? Nö. Füllstand? Alles gut. Also. Alle. Aber auch nicht ganz leer. So, da hinten mal alle. Da muss ich mal gucken, ob da vorne schon vergehrt ist. Ich glaube schon. Glaube ich, weiß aber nicht. Mal ein paar Tage von her, ne? Silage 8000, 4000 gemischt. 8000 mit dem Mod, wo man erweitern kann, ne? Dann braucht man nicht so oft fahren, ne? Wenn man nicht möchte. Das lässt sich auch 20.000 hochschreiben, ne? Natürlich ein bisschen heftig. Aber ich sag mal, wenn man nur BGH betreibt, alleine ist das schon eine gute Erleichterung, ne? Darum geht's ja. Gar nicht mal wegen Bequemlichkeit, was halt dann machbar ist, ne? Ansonsten muss man halt sagen, funktioniert mit Ball nicht, ne? Da muss ich schon zusagen, das ist schon eine gute Erleichterung durch Ziesen und so, dass man sagen kann, ja, super, kippt man nicht um, du. Was haben wir für einen Grund dafür? Gibt keinen. Ja, das LKW, der macht ein bisschen Probleme. Wie gesagt, mit dem Mod ist der LKW nicht so angenehm zu fahren, aber hier, das reicht aus. Ich weiß nicht warum, aber anscheinend ist das so ein ungünstig eingestellt. So. Kann er sich alle Ruhe wieder nehmen und wir können weitermachen, ne? Leer kann man ja gut fahren, aber voll guter Stückchen geht. Oh, wir haben Gelenke. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sehe gerade Zeit. 18 Minuten. Ist lang genug für heute. Ich sag mal tschüss. Ciao. Nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tja, morgen geht's hier weiter mit Verkaufen von Zucker. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn ihr Lust und Laune habt, ich bin da. Tschüss.